Wisst ihr, ich will mich ja nicht immer so an den aktuellen Hype-Themen entlanghangeln, aber bei so einer Ankündigung kommen wir jetzt leider nicht drum herum. Und verdammt will ich sein, wenn ich darüber kein Video mache. Starfield hat bei seiner detaillierten Vorstellung am 11.06.2023 große Wellen geschlagen. All das, worauf Star Wars-Fans seit Jahren warten, vereinbaren die Entwicklerinnen und Entwickler mal eben in einem so großen Spiel. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, was Starfield überhaupt ist, was ihr vielleicht bei der neuesten Vorstellung des Spiels verpasst habt und welche Diskussionen die neueste Entwicklung von Bethesda schon jetzt oder auch in Zukunft befeuern könnte. Also, schnallt euch an! Starfield. Das neueste Werk der renommierten Spieleentwickler von Bethesda Game Studios verspricht uns eine revolutionäre Erfahrung, bei der wir die Möglichkeit haben, die Grenzen des Universums zu erkunden. Also nicht so ein bisschen, sondern so richtig. In diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Weltraumreisenden, der sich auf eine atemberaubende Reise begibt, um die Geheimnisse des Starfield-Universums zu entdecken. Wir können uns das wahrscheinlich am besten als eine Art Skyrim oder Fallout im Weltall vorstellen. Mit seiner faszinierenden Kombination aus Science-Fiction und Open-World-Gameplay hat Starfield bereits seit seiner ersten Ankündigung im Jahr 2018 die Aufmerksamkeit der gesamten Gaming-Community auf sich gezogen. Obwohl das Game bereits seit 2015 in Entwicklung war, wollte man der Öffentlichkeit erst nach dem Abschluss der Vorproduktion einen ersten Teaser zeigen. Und jetzt, nach Jahren des Wartens, haben wir endlich einen Vorgeschmack auf das erhalten, was uns erwartet. Mit über 1000 Planeten soll das Spiel nicht nur das größte Projekt von Bethesda, sondern auch das aufwendigste werden. Über eine umfangreiche Charaktererstellung mit vielen Details, unterschiedlichste Raumschifftypen, große Städte und neue Grafik bis hin zu Anspielungen an alte Bethesda-Spiele durften wir in dieser Ankündigung schon so viel sehen, dass bestimmt jeder, der ein bisschen Euphorie für Geschichten im Weltraum hat, irgendeinen Aspekt an dem Spiel feiern sollte. Bethesda beschert uns hier also quasi eine Wundertüte, aus der sich jeder das nehmen darf, was er oder sie gerade will. Und das wird auch das Motto sein. Zwar wird es eine Hauptquest geben, aber genauso wie in Fallout oder den Elder Scrolls Spielen, werden wir einen eigenen Charakter kreieren können, der in Starfield sowohl samt wählbarer Hintergrundgeschichte daherkommt, als auch unterschiedliche Quests je nach Auswahl der Fähigkeiten bieten wird. Und seien wir mal ehrlich, hat sich nicht jeder Raumschiff-Fan schon einmal gewünscht, dass ein Spiel rauskommt, in dem man nahtlos in das Cockpit einsteigen und losfliegen darf? Zwar haben No Man's Sky und andere Spiele in diesem Gebiet als AAA-Games vermeintlich vorgelegt, die katastrophale Veröffentlichung des Spiels sorgte aber dafür, dass viele Spieler gar nicht in den Genuss des Weltraumabenteuers kamen, auch wenn das Game in den letzten Jahren immer weiter verbessert wurde und nun einen Stand hat, in dem es wunderbar spielbar ist. Und gerade deshalb hoffe ich, dass bei Starfield alles glatt gehen wird und wir uns als Spieler endlich mal wieder so richtig frei im Weltraum fühlen können. Einige Fragen sind mir persönlich aber von der Präsentation noch geblieben. Falls ihr diese ebenfalls geschaut habt, dürfte euch aufgefallen sein, dass die zahlreichen Gameplay-Szenen in einigen immersiven Momenten immer wieder einfach unterbrochen wurden. Gerade dann, wenn man in das Raumschiff einsteigt und losfliegen will, wird auf die nächste Gameplay-Szene geschnitten und das wird wahrscheinlich auf Ladepausen zurückzuführen sein. Es ist bestätigt, dass es Ladepausen geben wird, wenn wir Gebäude betreten, aber könnte es dann nicht auch sein, dass ein nahtloses Fliegen vom Planeten in den Weltraum gar nicht möglich ist? In einem so immersiven Spiel wäre dies natürlich schade, aber bei all den anderen tollen Dingen, die Bethesda in ihre Welt einbaut, kein Weltuntergang. Ich meine, manche haben bestimmt schon ein Jahr Urlaub dafür eingereicht, um alles in diesem Spiel zu sehen. Aber schaffen die das in so einem großen Spiel überhaupt alles interessant zu machen? So wie ich hoffentlich für euch in diesem Video? Zeigt mir das gerne mit einem Like gegen den Strike. Ich meine, die Planeten müssen sich ja auch alle irgendwie füllen lassen. Im Gameplay-Showcase sahen wir relativ leere Planeten, die alle tolle Biome vorweisen konnten, sich allerdings die Frage stellte, was wir denn da alles machen können. Bethesda betont, dass das Spiel für jede Spielerin anders ablaufen wird, da einzelne Stücke des Planeten zwar per Hand gebaut wurden, durch ein System jedoch an unterschiedlichen Stellen auftauchen.
So schafft das Studio eine Art prozedural generierte Welt, ohne auf ihr Weltstorytelling zu verzichten, das den Charme ihrer Spiele ausmacht. Gleichzeitig kommt so ebenfalls die offene Welt zum Tragen, die uns über 1000 von diesen Planeten bereisen lässt. Wenn man bedenkt, dass die Entwicklerinnen und Entwickler seit 2015 an dem Spiel sitzen, dann sollten auch genug Stücke der Welt zur Verfügung stehen, die durch das System eingewebt werden. Und daher muss man einfach mal wieder an die Hater sagen, wartet doch einfach mal ab. Bethesda hat es immer wieder geschafft, tolle Welten zu erschaffen. Zwar waren die Hauptgeschichten, so wie die Inszenierung, die technische Umsetzung oder die Gesichtsanimationen, nie auf dem heutigen Niveau, aber dafür konnte man in allen Games die Liebe spüren, die das Studio in ihre Welten und Figuren setzt. Auch wenn wir vielleicht nicht wie in Star Wars Outlaws, das von Ubisoft präsentiert wurde, nahtlos in den Weltraum fliegen dürfen oder eine technisch reibungslose Präsentation mit nur 30 FPS auf der Xbox geboten bekommen, könnte Starfield vielleicht eher das Spiel werden, das Star Wars Fans wollen und Star Wars Outlaws dann am Ende vielleicht wegen einer generischen Geschichte und doofen Open-World-Aufgaben kritisiert werden. Wie die Geschichte am Ende ausgehen wird, werden wir am 6. September diesen Jahres erfahren und haben dann noch ganz viel Zeit, dieses Spiel mit Star Wars Outlaws zu vergleichen, das erst 2024 rauskommt. Wie ist eure Meinung dazu? Freut ihr euch auf Starfield oder meint ihr, Bethesda hat sich da dieses Mal zu viel vorgenommen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bevor dieses Video endet, möchte ich mich gerne noch bei euch bedanken. Wir sind jetzt 1000 Leute und dafür danke ich euch. Klar macht die Erstellung dieser Videos auch Spaß, aber gerade durch eure positiven Reaktionen habe ich immer wieder die Motivation, ein weiteres zu erstellen. Dafür ein ganz großes Dankeschön und jetzt machen wir einfach genauso weiter wie immer. Haut rein und bis zum nächsten Video.